Orchester in deutschen Konzentrationslagern? Ja, die gab es. Aber warum? Zum einen sollten die Orchester Häftlinge disziplinieren. Sie gaben ihnen einen Marschrhythmus für den Arbeitsweg vor. Zum anderen wollten die Nazis mit der Musik auch die Schreie der Gefangenen bei Folterungen und Hinrichtungen übertönen. Für viele Lagerleiter waren die Orchester aber auch ein Statussymbol, das sie bei Besichtigungen zum Beispiel durch hochrangige Parteimitglieder präsentieren konnten. Besuchten Menschenrechtsbeauftragte anderer Länder oder Mitarbeitende des Roten Kreuzes die Lager, wurden sie mit Konzerten über die tatsächlichen Zustände geblendet. Getäuscht wurden auch neue Lagerhäftlinge. Begrüßungsmusik sollte sie beruhigen und Massenpaniken vermeiden. Im Orchester zu spielen war für manche ein Ticket zum Überleben. Aber als die Nazis beschlossen, alle Jüdinnen und Juden zu töten, wurden auch Orchestermitglieder nicht verschont.